Guten Morgen, meine lieben Brüder und Freunde. Willkommen zu unserer täglichen Andacht. Heute befassen wir uns mit dem Matthäus-Evangelium, genauer gesagt mit Kapitel 4. In den ersten vier Versen sagt uns das Wort des Herrn das Folgende. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Was für eine Frechheit von Satan, dem Versucher, wie er hier genannt wird, dass er es wagt, keinen anderen als den Sohn Gottes zu verführen. Wie recht hatte Gott, als er nach dem Untergang, nach der Rebellion dieses bösen Wesens, keinen Finger rührte, um ihn wiederherzustellen, was aber nicht der Fall war, als der Mensch sündigte. Satan wird sich niemals ändern. Gott wusste das. Deshalb hat er absolut nichts getan, um dieses Geschöpf, das die Personifizierung des Bösen ist, wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen. Er wird sich nicht ändern, ganz gleich, wie viele Wunder er gesehen hat, obwohl er in der Gegenwart Gottes war, Gott allein was weiß wie lange, obwohl er mit dem Retter selbst, dem Messias, dem Herrn Jesus gesprochen und ihn persönlich gesehen hat. Satan wird sich nie ändern. Sein Schicksal, wir wissen es, das Wort Gottes sagt uns, er wird auf ewig in der Hölle brennen. Und all jene, die sich mit ihm identifiziert haben und die sich nicht ändern wollen und ihren Stolz, ihre Rebellion, ihren Ungehorsam gegenüber Gott nicht aufgeben, vielmehr haben sie eine Haltung des Stolzes gegenüber Gott beibehalten, im Glauben, dass sie Gott besiegen können, dass es Gott war, der sich geirrt hat und nicht sie. Hier sehen wir den Herrn Jesus Christus in der Wüste, wie er von diesem bösen Wesen in Versuchung geführt wird. Jesus brachte ihm nichts zu beweisen. Schon der Vater hatte an dem Tag, als er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun kommt dieses böse und verderbte Wesen und sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, natürlich bin ich der Sohn Gottes. Schon Gott, der Vater, hat mir heute war der Stimme gesprochen und es gesagt. Und er wies auf mich hin als den Weg, die Wahrheit und das Leben, als den einzigen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Herr Jesus Christus braucht niemanden etwas zu beweisen, schon gar nicht dem Teufel. Denn wenn jemand wusste, dass Jesus der Sohn Gottes war, der von Gott gesandte, dann war es zweifellos Satan. Ein Beweis dafür ist die Versuchung, von der wir heute gelesen haben. Wir sehen, dass Satan in der Art und Weise, wie er ihn versucht, bereits die Macht des Herrn Jesus Christus erkennt. Denn er soll aus Steinen Brote machen. Für mich, für jeden von uns, wäre das gar keine Versuchung gewesen, denn wir haben weder die Kraft noch die Fähigkeit, Steine in leckere Brote zu verwandeln. Aber für den Herrn Jesus Christus hätte es zu einem Zeitpunkt eine Versuchung sein können, denn Satan wusste, und der Herr wusste es auch, dass er Steine in Brote verwandeln kann. Krankheit in Gesundheit, Tod in Leben, Wasser in Wein und so weiter. Aber er gab der Versuchung nicht nach, weder gerade dieser noch irgendeiner anderen. Denn obwohl die Bibel uns die folgende Information gibt, dass er in allem versucht wurde, fiel er nie in irgendeine Versuchung. Es ist für uns Menschen schwer zu verstehen, nicht wahr? Dass er nie in irgendeine Versuchung fiel, obwohl er in absolut jeder Hinsicht geprüft wurde. Aber er fiel nicht. Er blieb treu, standhaft. Wir sind manchmal in Versuchung geraten. Natürlich sind wir das. Wer kann schon sagen, ich bin nie in Versuchung geraten? Ich bin noch nie von irgendeiner Versuchung angezogen worden. Ich bin von absolut nichts angezogen worden. Doch der Herr Jesus Christus war der vollkommene Mensch. Und er ist unser Vorbild, das wir nachahmen sollen.
Mit ihm können wir genau die gleiche Stärke, die gleiche Fähigkeit, die gleiche Autorität über die Sünde haben, um nicht zu fallen und ihr nicht nachzugeben. Wie verlockend sie auch sein mag, wie stark die Versuchung auch sein mag, egal was für eine sie ist, die Macht Gottes ist weitaus größer als jede Versuchung, als jedes Spielzeug, das der Teufel dir heute oder im Laufe deines Lebens vorsetzen mag. Das Geheimnis liegt nicht darin, Willenskraft zu haben, denn wie ich einmal zu jemandem sagte, wo kann man Willenskraft kaufen? Wo ist diese Willenskraft, wenn wir die Kontrolle völlig verloren haben? Denn als wir uns von Gott trennten, haben wir nicht mehr diese Willenskraft, diese innere Fähigkeit, jedes Problem, jedes Hindernis, jede Versuchung des Teufels zu überwinden. Wir haben diese Willenskraft nicht mehr. Wir sind äußerst verletzliche Lebewesen. Wer nicht auf eine Weise versucht wird, wird es auf eine andere. Aber in Christus Jesus, mit seiner Stärke, mit seiner Gegenwart, mit seinem Leben in uns, können wir Versuchungen, Depressionen, Entmutigung oder jedes Hindernis, das sich uns in den Weg stellt, überwinden. Denn in Christus gibt es den Sieg. In Christus gibt es die Antwort auf alle Übel und Konflikte des Lebens. Deshalb müssen wir sehr nach am Herzen Gottes leben. Es ist unmöglich, und heute es recht nicht, ein siegreiches christliches Leben zu führen, wenn wir nicht von ihm erfüllt sind. Völlig unmöglich, denn der Teufel, wie ein brüllender Löwe, sagt die Schrift, sucht, wenn er verschlingen kann. Und leider hat er schon viele verschlungen. Er hat schon viele in Stücke gerissen, die viel von der Bibel wussten, die sogar an vorderster Front Gott dienten und sein Wort im Dienst als Pastoren, Lehrer, Evangelisten oder Missionare verkündeten. Und er hat sie verschlungen. Wir haben es leider schon oft erlebt. Männer und Frauen, viel gesalbter, größer und wichtiger als wir, könnten wir sagen, sind der Versuchung gefolgt und wurden vom Feind in Stücke gerissen. Einige wurden wiederhergestellt. Andere leider nicht. Das ist die nackte Realität, ob er uns gefällt oder nicht. Aber meine lieben Brüder, der Herr Jesus Christus hat uns hier ein außergewöhnliches Beispiel gegeben, allein, unbeobachtet. Er hätte der Versuchung nachgeben können, aber weder in der Öffentlichkeit noch in der Privatheit, weder als er allein war, noch in der Gesellschaft der großen Menschenmengen, die ihm ständig folgten, gab er niemals der Versuchung nach. Er gab dem Teufel niemals nach. Denn wenn wir in Versuchung geraten, ist derjenige, der gewinnt, derjenige, der lacht, derjenige, der sich freut, das ist Satan. Denn es ist ihm gelungen, einen Sohn, eine Tochter Gottes zu Fall zu bringen. Deshalb, meine lieben Brüder und Freunde, in diesen gefährlichen, schwierigen Zeiten des Bösen, überall, und wir sehen es täglich, das Böse hat sich vervielfacht und es wird sich weiter vervielfachen. Und wie viel, ich weiß es nicht, aber es ist eines der prophetischen Zeichen der Endzeit, dass das Böse sich vervielfachen wird. Und wir sehen es in den Schulen, in den Universitäten, in den Familien, in den Kirchen, in der Gesellschaft, in allen Bereichen und Schichten des Lebens, sehen wir, dass das Böse sich vervielfacht hat und sich weiterhin vervielfacht. Und manche Christen wissen es nicht. Sie sind sich dessen nicht bewusst. Ich weiß nicht, in welcher Welt, auf welchem Planeten sie leben. Sie denken, dass sie noch Zeit haben, um noch weitere Zeit zu verschwenden. Und sie vergessen, dass wir uns in der Endzeit befinden und dass das Beste, was wir tun können, ist, Gott zu dienen. Dem Herrn mit Integrität zu dienen, mit Eifer, mit dem echten Wunsch, ihn zu verherrlichen. Wir sollen so viele Seelen wie möglich gewinnen, wie indem wir das Evangelium predigen, indem wir ein Zeuge und ein Beispiel an dem Ort sind, an dem Gott uns gestellt hat, um dort zu leben. Mögen wir die Fähigkeit haben, andere Leben positiv zu beeinflussen. Wir sehen, wie die Welt auseinanderbricht. Ganze Nationen, ungeheuer reich und schön, einzelne Weltmächte, sind jetzt völlig zerrüttet, in jeder Hinsicht zerstört. Gott wurde aus den Schulen, aus den Universitäten entfernt. Ich würde sogar darüber hinausgehen und sagen, pass auf, was ich euch gerade sagen werde. Gott wurde sogar aufgefordert, einige Kirchen zu verlassen. Denn es überrascht uns nicht, dass die Kirche der Odyssee sang, Gott anbetete, ihre Rituale und Liturgien abhielt und der Herr sagte, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hingehen. Hineingehen und mit ihm zu Abend essen und er mit mir.
Selbst eine Kirche kann die Gegenwart Gottes verlieren und zu einem geistlichen Friedhof werden. Ein Haufen von Leuten, die singen, ich weiß nicht an wen, ein Haufen von Leuten, die sich im Gottesdienst irgendwie verkleiden, sich als sogenannte Christen verkleiden. Aber dann ist ihr Leben genauso dasselbe wie das der Westlichen. Sie machen keinen Unterschied. Sie sind weder Licht noch Salz. Ihre Leben bleiben unbemerkt. Sie sündigen, kritisieren, hassen, genauso wie die alle anderen. Welch enormen Druck hat die Christenheit in diesen letzten Jahren, in dieser letzten Generation erfahren? Wir werden von allen Seiten unter Druck gesetzt werden. Wir werden unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Teenager gut unterrichten und erziehen müssen, damit sie sich nicht von der Strömung dieser Welt mitreißen lassen, die sich fast zwingt, sie täglich unter Druck setzt. Die Stunden und Stunden, die sie in diesen Instituten, Hochschulen und Universitäten verbringen, damit sie Dinge akzeptieren, die echte Verringerungen sind, die unsere Moral, unsere Prinzipien und unsere Erziehung als Christen zerstören. Möge Gott unsere Glauben stärken, damit wir nicht in diese Versuchung fallen und auf Christus schauen, unser Beispiel, unser Vorbild, und mögen wir nicht mit dem Irrtum verfallen, dem viele verfallen sind, weil sie wollen, dass man sie mag, dass ihnen die Gesellschaft gern hat und sie akzeptiert, sodass sie in der Lage sind, ihre Werte zu verleugnen. Und ihr Christentum zu leben, ja, aber innerhalb eines Tempels, innerhalb von vier Wänden, in einer Kirche. Aber sobald sie hinausgehen, vergessen sie alles und verhalten sich wieder genauso oder noch schlimmer als die Unbekehrten, die unseren Gott offenkundig abgelehnt haben. Satan wurde in der Wüste durch die Macht des Wortes Gottes besiegt. Und es ist eine der mächtigsten Waffen, die wir Christen heute haben, das Wort Gottes. Aber wie können wir das Wort Gottes gebrauchen, wenn wir es nicht kennen? Haben wir vergessen, dass in den Tagen der Gefangenschaft eines der Dinge, die Gott vielen Gläubigen zu zeigen und zu lehren versuchte, nämlich wie wichtig es ist, Zeit zu haben und zu beten und die Heilige Schrift, das heißt die Bibel, zu forschen und zu lernen? Haben wir das schon vergessen, wie kurz das Gedächtnis von uns Gläubigen oft ist? In dieser Zeit sprach Gott zu uns, wie wichtig es ist, ständig zu lesen, zu forschen und das Wort Gottes zu lernen. Was hat Christus getan, um den Feind anzugreifen? Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er zitierte ständig das Wort. Und das Wort, dass das Schwert des Geistes ist, zerschlug die Versuchung, die der Teufel zu jener Zeit auf ihn warf. Lass uns also die gleiche Waffe benutzen, die der Herr benutzt hat. Es ist das Beispiel, das er uns gegeben hat. Lass uns das Wort benutzen. Wenn du in Versuchung gesetzt wirst, wenn du in irgendeiner Weise angegriffen wirst, wende dich an das Wort. Aber zu dem Wort, das du kennen musst. Du musst wissen, wie man das Wort, das Schwert des Geistes handhabt. Wenn du es nicht kennst, wirst du ein weiteres Opfer sein, wie es gerade so viele andere, so viele werden. Wie viele Prediger haben aufgehört, das Wort Gottes zu predigen? Sie erzählen nur noch Witze, unterhalten die Leute, erzählen Anekdoten und Zeugnisse, wie wunderbar sie sind, was sie erreicht haben, oder sprechen über ihre Bücher, ihre Reisen. Aber sie sprechen nicht über das Wort Gottes. Wie viele Gläubige haben die gesunde Gewohnheit verloren, das Wort Gottes zu lesen und zu lernen, biblische Texte zu lernen? Gläubige, die in der Lage sind, stundenlang vor einem Computerbildschirm zu sitzen, vor dem Fernseher zu reden, wer weiß mit wem, sich zu unterhalten, sie verstehen alles, sie sind nett, umgänglich und angenehm. Und dann, wenn sie die Bibel lesen, sagen sie, ich verstehe sie einfach nicht. Das ist aber nicht normal, dass du in der Lage bist, Filme und andere Dinge zu verstehen, diese hochentwickelten Spiele der heutigen Technologie zu spielen. Und dann, wenn du zur Bibel gehst, sagst du, du verstehst sie nicht. Nun, dann hast du ein großes geistliches Problem. Und du musst davon bitten, deinen Verstand zu heilen, dein Herz und deine Ohren zu öffnen, damit du dich am Wort Gottes erfreuen und es benutzen kannst. Denn der Teufel wird uns in Versuchung führen, dich, mich und alle anderen, genauso wie er Jesus versucht hat. Denn Satan ist ein böses, böses Wesen. Er hat keinen Respekt vor Kindern, Eltern, Frauen oder alten Menschen. Irgendwann
wird er auch dich in Versuchung führen. Versuche standhaft zu bleiben, nicht isoliert zu sein, fest zu stehen, dich auf das Wort Gottes zu stürzen, sodass du, wenn du in Versuchung gerätst, heute Morgen oder wann auch immer sagen kannst, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen, oder welcher Vers auch immer es sein mag. Nun, meine lieben Brüder, lasst uns heute Morgen beten, dass der Herr unser Leben bewahrt und dass wir in Jesu Namen heute siegreich leben, feststehen, aber nicht nur feststehen und statisch, sondern vorwärts gehen, uns entwickeln, im Herrn wachsen, dem Feind die Zellen wegnehmen, dem Starken die Beute wegnehmen und dabei jeden Tag die Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben sehen. Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen für das große Privileg, dass du uns gibst, dein heiliges und mächtiges Wort mit uns und in uns zu haben. Hilf uns, Herr, es zu nutzen. Hilf uns, Herr, wachsam zu sein und zu beten, damit wir gegen alle bösen Menschenschaften gewappnet sind. Möge deine Kirche eine siegreiche Kirche sein, unbefleckt, faltenlos, fest und beständig, wachsend und nicht eine schwache, kränkliche, verfallende, schlaffende Kirche. Herr, in Namen Jesu, legen wir heute unser Leben in deine Hände und bitten wir mit Dankbarkeit, hilf uns, dich zu ehren und dir zu dienen, Herr, auf diese perverse, böse Gesellschaft einzuwirken, auf diese Generation der Finsternis, der Unwissenheit, in der man schreckliche Dinge zugelassen hat, in der wir aber als deine Vertreter in dieser Welt etwas bewirken wollen, Herr. Wir danken dir für deinen Segen und für diesen Tag des Lebens, den du uns schenkst. In Jesu Namen, Amen und Amen. Meine lieben Brüder, Gott segne euch. Ich erinnere euch noch einmal daran, dass ihr weiterhin Kanäle mit meinem Namen, mit meinem Gesicht, mit dem Logo, mit dem Namen unseres Ministeriums öffnen. Nun, skrupellose Leute, sie sagen, sie seien Christen. Leute, die keinen Respekt haben, die Kanäle öffnen, als ob sie ich wären. Ich wiederhole, wir haben nur einen Kanal auf YouTube. Er heißt Centro Evangelico Vida Nueva. Auch wenn Sie ihn klonen und es genauso machen, schaut euch immer die Anzahl der Abonnenten an, damit ihr den echten von dem gefälschten Kanal unterscheiden könnt. Auf Facebook, Instagram und anderswo ist es genau dasselbe. Seid vorsichtig, denn es gibt viele Hochstapler. Viele Leute, die sich einen Vorteil verschaffen wollen. Naja, wisst alle, was ich meine. Gott segne euch. Besucht von Zeit zu Zeit unsere Webseite www.mividanueva.org. Dort findet ihr Informationen über Veranstaltungen, Telefonnummern, Adressen, unsere Distanz und so weiter. Gott segne euch. Wir gehen voran. Wir denken heute über diese Begegnung zwischen Satan und dem Herrn Jesus Christus nach, die gut ausging. Denn obwohl Satan dachte, er könne den Herrn Jesus Christus besiegen und in Versuchung führen, ging der Schuss zwar schief. Denn Christus ist viel mächtiger als der Feind. Das ist so klar wie der Tag. Gott segne euch, meine geliebten Brüder.